Beim Nachkochen dieses Gerichtes unbedingt eine Schutzbrille mit den Sicherheitsspezifikationen ANSI Z87.1 sowie US Mailproof 31013 tragen. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Airsoft-Händler des Vertrauens. Bitte nicht nachmachen. Herzlich willkommen auf dem Sniper-S YouTube-Channel. Ihr kennt mich bereits, mein Name ist Dennis und heute darf ich euch zur allerersten Sniper-S Kochshow begrüßen. Wir kochen heute nämlich Modern Combat Spaghetti. Kein Scherz, schnappt euch einen Tactical Pen und Tactical Paper, denn jetzt geht es erstmal mit der Einkaufsliste los, mit den ganzen Sachen, die ihr zum Nachkochen benötigt. Los geht's! Wir benötigen zum Einkaufen zuallererst mal Spaghetti, Dosentomaten, Zwiebeln, Knoblauch, Pfefferspray, frischer Basilikum, Parmigiano sowie die neue Bolt B4 Cobra Keymod. Diese brauchen wir zwar nicht zum Kochen, ist aber trotzdem geil. Außerdem benötigen wir noch die üblichen Küchenutensilien. Nachdem wir jetzt alle Sachen zusammen haben, begeben wir uns jetzt an den Sniper-Eis-Herd. Step 1. Spaghetti kochen. Zuerst kochen wir die Nudeln in genügend Salzwasser. Da unsere Spaghetti noch etwas zu lang für den Topf sind, müssen wir diese erstmal halbieren. Zum Halbieren der Spaghetti benutzen wir das M60 Maschinengewehr von LCT. Los geht's! Jetzt passen die Nudeln perfekt in den Topf und wir können diese kochen. Step 2. Soße vorbereiten. Während die Nudeln kochen, bereiten wir jetzt auch die Soße zu. Dafür müssen wir allerdings zuerst die taktischen Zwiebeln und den taktischen Knoblauch taktisch würfeln. Deshalb, um drehende Augen zu vermeiden, benutzen wir hier einen ABC-Schutzanzug. So, nachdem wir jetzt den ABC-Schutzanzug angelegt haben, benötigen wir noch das passende Messer. Moment, das ist nicht das passende Messer. Das hier ist ein Messer und schon kannst du mit Gemüse klein schneiden. Los geht's! Nachdem wir das Gemüse klein geschnitten haben, braten wir dieses in einem Topf an. Was jetzt bei der Soße noch fehlt, sind die gehackten Dosentomaten. Wie ihr die Dose auch fachgerecht öffnet, ohne euch zu schneiden, zeigen wir euch jetzt. Step 3. Dosentomaten öffnen. Wie ihr sehen könnt, haben wir die Dose jetzt in einigen 100 Metern Sicherheitsentfernung aufgebaut, denn die Zündung ist scharf. Wir öffnen jetzt die Dose, also Sicherheitsbrille nicht vergessen und los geht's. Okay Jungs, ab die Post! So, wir haben die Dose jetzt fachmännisch geöffnet. Nachdem wir jetzt die gehackten Tomaten in der Dose fachmännisch und perfekt geöffnet haben, geben wir diese jetzt zu der Soße und lassen alles etwas einköcheln. Step 4. Würzen. Anschließend würzen wir die Soße mit etwas Meersalz, mediterranen Kräutern sowie mit etwas Pfefferspray für die pikante Note. Danach die Soße noch etwas weiter einkochen lassen. Step 5. Nudeln abgießen. So, während die Soße hier einkocht, können wir die Modern Combat Spaghetti schon mal abgießen. Als Sieb benutzen wir dafür die V2 Tactical Wire Mesh Mask von Vulcan Tactical, welche wir exklusiv bei uns im Shop auf www.snipermuses.de anbieten. Step 6. Anrichten. So, nachdem die Soße fertig eingekocht ist und die Spaghetti auch fertig gekocht sind, können wir jetzt beides servieren. Zum Servieren benutzen wir den Maritim Highcut X-Bear Helmet von FMA, welchen wir auch übrigens bei uns im Webshop auf www.snipermuses.de anbieten. Step 7. Parmesankäse. Für den letzten Schliff verfeiern wir das Gericht noch mit etwas original italienischem Parmigiano. Zum Reiben benutzen wir hier den AR-15 Tactical Keymod Rifle Length Handguard von Wism. Step 8. Basilikum. Da das Auge ja bekanntlich mit ist, haben wir auch zum Anrichten noch extra frischen Basilikum. Für frischen Basilikum hat sich die Sniper-S Filmcrew allen Gefahren zu trotz noch vor dem Dreh in die Wildnis gewagt. Unzählige Gefahren lauerten auf uns, unzählige Gipfel mussten erklommen werden.
Doch für die Sniper als Filmcrew ist kein Weg zu weit und kein Abenteuer zu gefährlich auf der Suche nach frischem Basilikum. Step 9. Genießen. So, liebe Freunde, vielen Dank fürs Zusehen. Wir haben jetzt einige Stunden hier in der Küche gestanden und ich werde jetzt mal probieren, ob sich das Ganze auch gelohnt hat. Da ich es besonders gerne scharf mag, habe ich hier noch etwas Pfefferspray zum Nachwürzen. In diesem Sinne wünsche ich euch einen guten Appetit und viel Spaß beim Nachkochen. Da unser Dennis, wie man hier sehen kann, nicht mehr imstande dazu ist, die Abmoderation durchzuführen, mache ich das mal. Ich wünsche euch noch einen guten Appetit. Viel Spaß in unseren Videos. Abonniert unseren Kanal. Ich zeige euch jetzt gleich die Reaktion darauf nochmal in Zeitlupe. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Muss ich jetzt auch mal probieren, ey. So, guten Appetit. Also, wie ihr sehen könnt, kein Fake, wirklich super scharf. Hab ich das gerade wirklich getan? Das hab ich gerade wirklich getan.